Ja, fühlen Sie sich mal schon herzlich eingeladen. In dieser Woche werden wir alle noch gemeinschaftlich schwitzen, denn ein wahrer Temperatursprung kündigt sich an. Mit diesem Gedanken im Kopf hat sich Wetterreporterin Ulrike Fink heute noch mal dem Winter gestellt. Noch ungefähr 10 Minuten und hier über dem Peetzer Vordersee geht die Sonne auf. Das ist zugegebenermaßen eine Uhrzeit, wo es schwerfällt, klar und strukturiert zu reden. Aber ein Zuschauer von Brandenburg aktuell hat gesagt, ganz egal, hier müssen wir her. Der Peetzer See, der ist gerade zum Sonnenaufgang eine eisige Schönheit. Herr Puran hier neben mir hat uns so früh hier an den See gelockt, aber hier sieht man wirklich tolle Sachen. Wie sind denn diese ganzen Eiskulpturen entstanden? Ja, die entstanden, als der See noch offen war und plötzlich eine Kaltfront kam. Und wir hatten starken Wind, hohen Wellengang. Das Wasser spritzte hier überall hoch und durch den Frost hatten sich dann plötzlich Eisgebilde gebildet. Sie kommen ja hier auch aus Bestensee. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Noch nie. Nein, das war einmalig bisher. Toll. Herr Puran ist begeistert. Wir auch. Wir gucken jetzt mal, wie das Wetter wird heute Nacht und morgen. Auf jeden Fall heute Nacht noch frostig. Die bleiben also noch eine Weile da, zum Glück, ne? Hoffen wir das Beste. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen noch einmal bis auf minus 8 Grad zurück, das Ganze bei sternenklarem Himmel. Sonne satt gibt es am Dienstag bei recht milden Werten zwischen 6, in der Lausitz sogar 9 Grad. Jetzt sieht man ja hier wirklich überall versteckt lauter kleine, hübsche Eisskulpturen. Sie haben uns auch viele Fotos zugeschickt, alle in der Morgenstimmung. Wie oft sind Sie denn früh aufgestanden und hierher gekommen? Ja, eigentlich fast jeden Tag. Tochter musste zur Schule und da hat er sich angeboten, anschließend gleich herzufahren. Und so war ich eigentlich fast jeden Tag hier und ja, habe eine kleine Dokumentation gemacht. Und seit wann ist das hier alles so toll? Es begann am 16. Februar. Wenn ich Ihnen jetzt sage, es wird wärmer in den kommenden Tagen, freuen Sie sich dann? Oder? Langsam reicht's. Ja, selbst für Sie? Ja. Für alle anderen glaube ich auch hier die Aussichten. Es wird deutlich wärmer. Am Mittwoch steigen die Temperaturen sogar bis auf angenehme 14 Grad und auch in den Nächten lässt der Frost nach. Dafür aber wird es bewölkter und ab und zu muss auch mit leichten Schauern gerechnet werden. Bei den milden Aussichten werden wir jetzt mutig. Ist denn der Peetzer Vordersee eigentlich auch ein Badesee? Ist er, sehr beliebt sogar und normalerweise so ab Anfang Mitte Mai kann man auch schön baden. Geht's hier schon los mit dem Badebetrieb? Kann man sich jetzt momentan noch schlecht vorstellen, aber das Eis, das kommt weg, ganz sicher. Und wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne und tauen auf, ne? Richtig. Ja, gut. Ach, das ist geil. Ja, das Eis taut tatsächlich auf und die Polizei warnt nochmal ausdrücklich davor, nicht auf die Seeflächen zu gehen. Das sei gefährlich, heißt